Hallo, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Reaction. Heute gibt's natürlich wieder den einzig wahren Superstar, Jeremy Fragrance. Ihr wisst es, wir lieben ihn. Wenn euch die Reactions gefallen, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, empfehlt mich euren Freunden weiter. Auch das will der Jeremy, dass wir seine Videos weiterempfehlen. Deswegen schaut auch fleißig seine Videos, gebt ihm ein Like, dem Jungen. Und irgendwann kommen wir mit unserem Kommentar. Wir machen unter jedem Video einen Kommentar. Kommen wir in sein Outro. Das ist unser Ziel. Und dann holen wir uns einen Pappaufsteller und dann steht der hier im Hintergrund. Das wäre Sweet Ass. Also, das stelle ich mir jedenfalls Sweet Ass vor. Heute zeigt er uns in seinem Video einfach und schnell Komplimente mit diesen Parfums. Das heißt, das sind die Creme de la Creme Parfums, sagt er, die Komplimente bringen sollen. Deswegen, lass nicht lang schnacken, rein in den Lachs, rein in den Nacken. Günstig, mittel, teuer, richtig teuer. Okay, günstig, mittel, teuer, richtig teuer. Diese Flasche ist mir gestern auf den Boden geflogen. Das Give them to me. Scheiße, fuck! Alter, hat er gerade Flashback eingeschnitten? Mal echt. That's my Creed Aventus bottle. Creed Aventus, ihr wisst es, wir sagen es gemeinsam, Creed Aventus muss man sich nicht kaufen. Es gibt einen Duft, der genauso riecht und viel günstiger ist. It is. Vibrant Leather. Ooh. Ooh. Sorry. My Creed Aventus bottle. Ich grüße alle meine geilen Zuschauer gleich am Ende richtig. Schöne Grüße auch an dich, Jeremy. Ich grüße dich auch, du Geist. Also das sind alles Düfte, mit denen du schnell und einfach Komplimente bekommst. Wenn du jetzt gerade einen Geschäftsbesuch bekommst oder deine Freundin kommt unerwartet und du rennst die Treppen runter und sagst, warte mal, was soll ich denn tragen jetzt? Besten also Klamotten finde ich immer ganz gut. Soll ich überhaupt ein Parfum tragen? Dann würde ich dir einfach... Das sieht nicht aus wie ein Parfum, bin ich ganz ehrlich. Wenn deine Freundin vorbeikommt und du das Ding rausholst, dann willst du was anderes als gut riechen. Von denen empfehlen, weil die sind alle frisch und die sind alle Compliment-Getter. Compliment-Getter. Komplimente mit dem und die alle halten auch nicht besonders super lange. Das heißt, schnell und einfach und unkompliziert. So wie es sein sollte, ne? Schnell, einfach, unkompliziert. Perry Ellis. Aber über was haben wir gerade gesprochen? Wenn du nur 20 Euro über hast, Hammer, Hammer. Ich trage den heute auch mal. Und der hat jetzt aber viel drauf gemacht, weil das so ein günstiger ist. Macht er so viel drauf? Also er hat jetzt irgendwie 22 Mal gespritzt, weil der nicht so, also weil der schnell verfliegt. Macht man das dann so? Ist das so die Taktik? Oh, das Ding ist so geil, Mann. Ah, so geil. Scheiße, riecht das Teil geil. Mm. Riecht wie Aqua di Gio, nur besser. Das ist gut. Dann haben wir Versace Pour Homme. Aber hört ihr das? Er hat wieder im Hintergrund Musik. Und diesmal hat er sie so ein bisschen hochgepegelt, dass sie auch wirklich richtig anwesend ist im Video. Ne, es ist nicht nur so ein... Sondern so ein ist übrigens von dem gleichen Mann, der Aqua di Gio gemacht hat, Alberto Morias, der mir hier eine noch neue Duft-DNA gekreiert hat, das erzähle ich dir gleich. Und der Duft ist auch cool. Du hast hier natürlich Versace jetzt als starke Marke dahinter. Und es ist ein sehr angenehmer, zitrischer, frischer Duft. Das heißt, mehr Status, bisschen bessere Haltbarkeit. Finde ich interessant. Und ein coolerer Parfümeur für das Doppelte des Preises. Nochmal teurer wäre dann Chanel Allure Sport Extreme. Allure Sport Extreme, die Digga. Die Marke ist natürlich die beste von allen. Wir fühlen uns alle cool, wenn wir Chanel tragen. Mhm. Und der Duft gibt dir so viele Komplimente, also mir zumindest und auch anderen. Und wenn ich den... Habt ihr schon wieder gesehen, wie das Ding erst nach rechts fliegt und dann nach links? Ja, an anderen Riechen sage ich auch, boah, du bist halt, geil, du bist halt wieder crazy drauf. Also das ist ein sogenannter No-Brainer, der geht immer. Und den habe ich jetzt... Oh, hier mit Fachbegriffen um sich schmeißen, ne? No-Brainer. In letzter Sekunde noch reingenommen, Creed Aventus. Aber Chanel ist cooler als Creed. Also wenn du mich fragst, würdest du lieber Chanel besitzen wollen oder Creed, dann würde ich dir sagen, ich würde lieber Chanel besetzen. Ich würde auch lieber Chanel besetzen. Oh, guck mal, jetzt macht er hier sogar mit dem Größerzeichen. Also er untermalt nochmal seine Aussage mit visuellen Einspielern im Video. Crazy.
Jeremy, crazy. Ich würde auch lieber Chanel besitzen als Versace. Deshalb, der Status der Marke ist ja hier eindeutig stärker. Also wir merken uns, Chanel ist the Boss. Und? Aber nicht Hugo Boss. Das ist nochmal was anderes. Und, ja, aber der gibt auch richtig Komplimente. Also das ist ganz klar. So, und jetzt wird's spannend. Der wird ein richtig krasser YouTuber. Wahrscheinlich, ja. Diese Duft-DNA, die habe ich gestern bekommen. Okay. Los Angeles 8. Warum ist da jetzt ein Pfeil? Jeremy, der Pfeil zeigt nirgendwo hin. Schon krass, das Teil. Ich lasse den heute antreten. Boah, ist das eine Granate, alter Schwede. Der ist geil. Den finde ich geil. Der ist geil. Ich suche ja immer noch nach meinem Clubduft. Und den lasse ich antreten gegen meinen Edgy 8, der auch nicht schlecht ist. Okay, Leute, ich grüße. Warte mal, den muss ich jetzt nochmal rauf. Macht er jetzt ein Battle? Ist das jetzt wie so Beyblade? Bloß mit Düften? Er ballert sich jetzt beide Hände voll, dann knallt er die voll gegeneinander und welche Hand gebrochen ist, die hat verloren? Oder wie funktioniert das? Ballern. Boah, der ist auch geil. Mir eben gefallen beide, Jeremy. Aber wir wollen dann auch hier deinen Edgy und deinen Los Angeles 8 wollen wir auch haben. Also sind das jetzt Düfte für ihn kreiert? Der ist irgendwie geiler. Edgy 8 ist irgendwie besser. Na gut, abwarten. Ich grüße Theo4DC. Ich grüße Sinan. Ich grüße Nico. Finn. Ich grüße jetzt sind wir dran. Scaramby. Komm. Ich grüße Sinan. Hatte ich dich schon? Ich grüße... Ich krieg euch alle. Ja. Hallo! Aber einer fällt. Oh! Freunde. Liebe Kim, vielen Dank für deinen Raid. Wir sind hier gerade mitten in einer Reaction. Ich danke aber ganz recht herzlich und willkommen an alle. Wir schauen uns hier gerade den atemberaubenden Jeremy Fragrance an. Und erzählt uns gerade. Er grüßt gerade seine Zuschauer. Ich hoffe, dass er uns diesmal auch nennt. Sinan, Nico. Sinan. Finn. Nico. Theo 4DC. Finn. Endrit. Endrit. Und. Scaramby und Pabo fehlt noch. Finn, Sinan, Nico, Endrit. Ich habe das Gefühl, manchmal, Jeremy, du hast das Gedächtnis einer Bergziege. Aber ich möchte Bergziegen nicht beleidigen, deswegen... Theo 4DC. Weiß nicht, ob die gut ist. Scaramby. Nein, Pabo. Weiter geht's, Leute. Papo. Es ist P-A-P-O. Es sind vier Buchstaben. Es sind vier Buchstaben. Die kann man sich merken. Ich habe gestern ein Essensexperiment gemacht. Ich war hier im Nikki Beach. Oh! All you can eat. Und ich wollte eine Er macht Storytime, Leute. Testen, endlich. Ob ich alles essen kann. Ja. Und dann auch noch der Soundeffekt. Der Soundeffekt. Wenn das Foto reinkommt, einfach dieses kurze... Suchen von so einer kleinen digitalen Kamera mit dem Abdruck, also mit dem... Oh. Mm. Was ich will, wenn ich bestimmte Regeln beim Essen habe. Ein Omelette, und ich habe gestern 9 Teller gegessen. Nur Omelette. 14 Eier verpackt in 4 Omelettes. Sau viel Fleisch und sau viel Salat, aber nichts anderes. Keine Kohlenhydrate außer dem Salat und... Es war kein Problem. Kohlenhydrate, ist Salat nicht eigentlich nur Ballaststoffe? Und halt Vitamine und so ein Kram, aber ist Salat nicht eigentlich nur Ballaststoffe? Problem, aber das Omelette... Sind Teller nicht voll hart? Im Nachhinein war in Butter gebraten. Ich habe gesagt, okay, komm, Butter ist geil. Wenn du jetzt irgendeinen Schrott nimmst, besser nicht. Essen Content also, da ist das, oh, er hat schon wieder gemacht, den Soundeffekt, ich raste ab. Nächsten Sonntag mache ich nochmal das gleiche, nur diesmal ohne Eier. Und dann gucke ich, ob der die Theorie klappt, weil ich glaube, sie klappt. Ganz einfach ist folgende, du kannst nicht fett werden, wenn du einfach nur Salat und mageres Fleisch isst. Du kannst auch nicht fett werden. Wenn du nur Steine frisst. Es ist nur so ein Hinweis. Ja. Da können wir jeden Bodybuilder fragen. Du kannst nicht fett werden, wenn du mageres Fleisch... Mageres Fleisch bedeutet kein Fett.
Oder wenig. Das geröstet ist und nicht in Öl gebraten ist. Ja, geröstet. Auf dem Grill also oder Mageres so. Mageres Fleisch und Salat. Salat. Kannst nicht Brot Salat. Ich habe auch, muss ich zugeben, noch nie gekochten Salat gegessen. Habe ich auch nicht vor. Gut, die Theorie teste ich nächsten Sonntag. Ich teste mich ja jeden Tag, wie fühle ich mich und so weiter. Also dann, Leute, ich liebe euch. Bis dann. Bye. Und wir lieben dich, Jeremy. So, Jeremy. Das war wieder ein fantastisches Video. Ich freue mich sehr darüber, dass du uns wieder ein bisschen mehr von dir erzählt hast. Also auch außerhalb von der Parfümeriewelt. Einfach mal so ein bisschen deinen Lifestyle mitzuerleben. Finde ich sehr schön. Vielen Dank für diesen Einblick. Wenn euch diese Reaction gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert das Ding. Wir kommentieren natürlich auch noch gleich reichlich bei ihm rein. Geht also auf sein Video. Ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und macht da einen schönen Like auf meinen Kommentar, weil wir wollen ins Outro. Es ist das Community-Ziel, ins Jeremy Fragrance Auto zu kommen. Auto. Oh, das hat jetzt einen ganz weirden Twist genommen. Naja, ich bin lieber raus, bevor es noch weirder wird. Ciao!